Ja, hi Kekas, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Partie in Blood Bowl. Hier wird gezeigt Blood Bowl 3 von Cyanide. So, und wir machen wieder weiter in der Ladder heute. War eine Weile her, als ich das letzte Mal in der Ladder gespielt habe. Ich bin nicht so der absolute begeisterte Ladder-Spieler, das sage ich ganz ehrlich, weil ich halt Ligen-Matches am meisten mag. Aber aufgrund der Präsentation wird das natürlich auch weitergeführt. Und weitergeführt heißt in dem Fall hier auch, dass wir jetzt wieder mit einem Community-Team dran sind. Und zwar spielen wir heute Nurgle. So sieht es nämlich aus. Und zwar hier die Calcium Cakers. Beim letzten Mal glücklich 2 zu 1 gewonnen gegen Skaven. Das hätte auch durchaus eine Niederlage für uns werden können. Wir konnten uns bei Xato, dem Pestigor, einmal Sure Hands gönnen. Worüber sich man streiten kann, dass das sinnvoll ist oder nicht. Und so wie als auch haben wir hier das große Glück, einmal Block zu haben auf Natalius, unserem Bloater. So, als nächstes brauchen wir natürlich noch einen Pestigor und wir brauchen natürlich danach nochmal einen Bloater. Sollte mein Gegner, der jetzt heute Abend kommt, conceden, ist natürlich der Stream danach vorbei. Also es ist super mega kurz. Ja, hab heute mein Handy laut, weil es kann sein, dass ich für die eine oder andere wichtige Nachricht heute warten muss, tue und diesbezüglich ist das halt einfach so. Okay, habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, das war's eigentlich. Dann können wir losgehen. Wer in der League of Cakes Season Nummer 5 mitmachen will, der möge sich bitte in den Discord-Channel von uns begeben und sich bei BenCake28, also mir, anmelden dafür. Wir suchen weiterhin natürlich Spielerinnen und Spielercoaches, die da mitmachen. Ist es das richtige Team? Calcium Cakers, das ist richtig. Halt, das will ich euch ja immer zeigen, aus dieser Ansicht, dass ich auch nicht geschummelt habe oder so. Und dann geht es jetzt einfach weiter. Wir suchen einen Gegner, das dauert immer ein bisschen, aber ich höre mich ja ganz selbst reden, das wisst ihr ja alle. Also von daher macht das auch nichts. Also, ne? 2 Wochen Rhythmus ist es in der League of Cakes mit Urlaub, krank melden und so weiter und so fort. Dann ist es halt so für den Spieler, der dann ein bisschen länger gebraucht hat, ein bisschen Gas geben dann am nächsten Spieltag, sodass wir auch in diesem 2 Wochen Rhythmus bleiben. Wir sind in der aktuellen Season 4 weit natürlich voraus. Unsere Spieltage dauern nicht immer alle 2 Wochen. Das ist großartig. Dafür ein riesiges Dankeschön an der Stelle an alle Coaches, die da mitmachen. So, und los geht's. Das sind Schwarzorks. Oh, Schwarzorks also. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Da drüben sehen wir sie. Okay, mit einem Troll sehe ich. Ja, 6 Bobs. Das ist großartig. So, und das ist die Crushing Fury von Smith 629. Ich heiße dich herzlich willkommen bei Twitch sowie als auch auf YouTube. Sehr, sehr geiles Team-Logo. So, Starting Teams, das sind die Crushing Furies. Die haben ein Spiel mehr als wir, haben aber keine Skills. Das ist ziemlich, ziemlich lustig gelaufen, okay. Wunderbar. Und ja, er hat anscheinend das überlegenere Team. Im Vergleich zu meinem wusste ich nur, was das Team Value ist. Es ist aber nur geringfügig mehr. Gibt einen Cheerleader und einen Assistant Coach von meiner Seite aus. Und dann schauen wir mal. Den Münzwurf gewinnt er. Und er darf mich jetzt zu Brei hauen. Ich habe 3 Rerolls, natürlich keinen Apotheker, weil Nurgle und mein Gegner mit 3 Rerolls und einem Apotheker. So, wie spielt man denn gegen euch? Gegen euch spielen wir in der E-Formation. Warum jetzt hier die E-Formation an der Stelle? Kürze die 9 einfach hier, weil es schwierig wird, mich gut anzublitzen. Gut, hier fehlt halt noch ein Bloater auf dieser Position natürlich. Und hier vorne, die können wir dann schnell einsammeln, wenn die dann umgestumpst werden. Anders ist es natürlich, muss man ganz klar sagen, gegen Schwarzorks, die normalerweise, wenn das hier clever spielt, und das Wetter bestimmt, die Spieler nach hinten zieht. Und dann auch noch rausfault. Das kann man durchaus mit denen machen. Am Anfang etwas anstrengender, weil noch kein Sneaky Git dabei ist und sowas. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist natürlich diese Zerhäckselungstaktik absolut erstrebenswert für die Schwarzorks. Hier sehen wir auch schon die Gobbos, die in die Lücken reingehen, um dann das Foul zu machen. Also anscheinend hat er schon mal zumindest, was die Ausstellung angeht, Ahnung, der Typ. Und das freut mich. Es gibt einen Timeout leider, finde ich immer schade, wenn der kommt. Ein Zug weniger für die Schwarzorks hier. Okay. Und los geht's mit einem Push-Pow. Zack. Cube Farmer hat's erwischt. Double Skull direkt und ein Reroll schon weg an der Stelle. Muss man sich fragen, ob man den zieht da an dem Punkt. Kann man nachvollziehen, aber hier ist auch schon das erste K.O.
Radengel geht erstmal an die Budweiser Bar. Frühes K.O., wie Krali natürlich richtig feststellt, immer schlecht. Jetzt müsste er der eigentlich, ich hätte den da jetzt zum Beispiel rübergeschoben, das erachte ich als Fehler. Ich hätte jetzt hier weiter geblockt. Also das hier rüber, dann hier hin, ne, und dann zustellen und drauf springen. Mit vielen Assists geht mein nächster Rotter raus. Also das finde ich, hätte man besser machen können. Er blitzt tatsächlich auf die Flanke, versetzt dadurch seinen Troll, schnappt sich unseren, auch noch gegen Block, ne, das hätte jetzt ganz schön bös mies laufen können. Und uff, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Was war es denn gewesen? Eine Nackenverletzung. Zum Glück hat Regeneration gezogen. Er hat erfolgreich aber damit meinen Blocker rausgezogen, früh im Spiel. Und dazu kann ich ihm nur gratulieren. Sehr gut. Aber wie gesagt, ich hätte es mich nicht getraut, genau gegen den mit Block. Aber er hat es getan. Und dann ist das so zu akzeptieren. So. Stellt sich da gut auf. Der hat eine Stärke von 5. Okay. So, kurz nachdenken. Excuse-moi. Wie wir das denn jetzt am besten machen wollen. Ja, nee, wir machen das anders. Mopi hat Bock. Mopi macht Aua. Ich gehe mal nicht nach mit Mopi. Und dann ist mein Gegner dran. Sehr engmaschig im Zentrum jetzt gegen die Schwarzorks. Kann man einen Zweikampf mit Schwarzorks gewinnen? Große Frage. Wir schauen mal. Der Troll kommt vor. Und geht jetzt mit Barry und Chaos Cop eine Runde spielen. Und die Schwarzorks rücken vor zum Zweikampf. Da kommt der Blitz. Und es ist ein Push-Pow gegen Dekadenz. Da wird jetzt gecaged. Auch das war ein Grund, die Schnecke jetzt auch noch ein bisschen freizulassen. Also die Rodspawn, den Moppy, dass im Notfall da den Cage bedrohen kann. Sollte er niemand dran stellen, dass er noch könnte, ist das für mich eine gangbare Option, da ein bisschen mal Druck zu machen. Okay, der Gobbo will außen hin. Das ist nachvollziehbar, dass er das macht. Dann steht der hier erstmal auf. Er ist leider noch nicht zu einem Killer ausgebildet worden. So, du kommst. Wie war es? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn du das willst. Dann stellen wir dich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da komme ich überall hin. Du gehst in die Verteidigungsposition rein. So. Und hier macht's Röms. Hier macht's nicht Röms. Wollen wir das rerollen? Wir rerollen das jetzt mal sehr früh. Aha, passiert doch. Lohner Reroll klappt. Wir kommen nur zum Schieben leider. Na, schieben wir uns mal tatsächlich rein.
Einfach weil wir es können. Okay. Kriege ich nichts gebacken. Nee. Die zwei sind geblockt durch den. Ich den Einwürfblock riskieren. Hi Ottball, ich grüße dich, schön, dass du da bist und danke, ausdrücklich danke für deine Werbung und das Hinzugewinnen eines neuen Mitglieds in der League of Cakes. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Super sogar. Bombenmäßig, Spitzenklasse. Sehr, sehr cool. Doch, doch. Bin ich mal sehr gespannt. Und wichtig ist, dass die Spieler natürlich am Ball bleiben und Ball, ne? Dass sie durchziehen halt auch so eine Saison. Ich hatte jetzt in den niederen Ligen, in Anführungszeiten nieder, doch drei Ausfälle. Einer war krankheitsbedingt, einer war dann eine frühe Aufgabe, dann hat später nochmal einer aufgegeben. Ich hoffe natürlich, dass wir der Season 5 die neuen Spieler alle schön durchhalten und auch bis zum Ende spielen. Oh, 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 ah, Brawler, oh, 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 das hätte jetzt auch schief gehen können. Der hat jetzt gerade richtig, richtig gut gewürfelt. So. Oh, steht ein bisschen was von mir dran. So einfach ist das nicht zu lösen. Ja, ist doch klasse. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, Ottball. Ist klar, halt jetzt dann in der unteren Liga halt jetzt erstmal starten. Aber die ersten vier gehen hoch übrigens aus diesen acht, aus den Düsterlanden, wenn es bei der einen Liga bleibt. Ich habe noch einen, der sich dafür interessiert. Da sind wir schon bei sieben in den Düsterlanden, wenn der eine noch dazukommt. Und wenn deiner noch dazukommt, dann sind wir schon bei acht und dann ist schon die Düsterlande Liga voll. Also, ne? Nur für dich zur Info. Also, die, wenn das bei einer Liga bleibt, vier steigen auf. Das ist also nicht so schwierig, dann aufzusteigen. In die zweite Liga. Das heißt nicht so schwierig, da sind ein paar gute Spieler trotzdem dabei. Also, bitte nicht falsch verstehen. Sehr cool. Freut mich, freut mich. Geht ja auch erstmal in erster Linie um Spaß am Spiel. Ja, jetzt kriegt das weg. Das war mir, das hatte ich befürchtet. Hatte überlegt, ob ich den Troll beschäftigen soll. Hab gesagt, nein, machen wir jetzt mal nicht an der Stelle. Huiuiuiui. Ein Stunt von einer Rodspawn. Das ist natürlich nicht gut. Da zieht, ja, die Foul Appearance, die ich sehr gut finde. Jeder sechste Angriff gegen so einen geht schief. Ja. Aber sehr klumpig hier jetzt alles von meinem Gegner. Der ist in der Tackle-Zone. Wenn ich den dran stelle, reicht das? Egal, ich muss mich um andere Probleme kümmern. Ich sag jetzt nicht, deine Gobos ziehen davor. Ist aber nicht nett. Das macht er einfach. Der zieht mir den Gobos dahin. Okay. Muss ein paar Blocks noch irgendwie generieren, ne? So, muss ich nochmal gucken. Ne, der eine Assist kommt noch von der einen Seite. Ich hätte es ja wissen müssen. Okay, den da, dahin. Und du dahin. Ja. Meine große Schwäche, wenn es so klumpt. Ich geb's echt zu. Ich bin da nicht gut drin. Da muss ich echt noch besser werden. Oder? Ah, stehen aber zu viele von ihm dran. Direkt gegen den Gobbo ist immer was Schönes. Okay, aber nur Stunt. Aber okay, das ist akzeptabel. Jetzt hat er schon da ein bisschen schwierig dran vorbeizukommen, aber auch nicht unmöglich für ihn. Hätte man vielleicht auch ein bisschen besser machen können. Jetzt sind es zwei Würfel. Okay, ich wollte auch mal ein bisschen besser drauf achten. Mit dem ganzen Markt. So, den lasse ich aber dran zum Spielen. Du darfst hier mit dem weiterspielen. So, und du?
darfst jetzt hier kommen zum Gobbo. Oder kann ja irgendwo einen Block setzen. Nee, du darfst Gobbo helfen. Gobbo abwehren helfen. So. Super. Immer wieder in der Lage, Stunty-Blödsinn zu machen, die Goblins. Ich mag dieses Team, die Schwarzorks. Tatsächlich spiele ich sehr gerne in der Bundesliga. Hatte unglaubliches Glück mit denen. Eine Win-Ratio noch nie gesehen. Aber ja, es ging immer in die Verlängerung und ja. Wir konnten fünfmal gewinnen und zweimal haben wir verloren. Die Niederlage war gegen den Aufsteiger Askir, der jetzt hier auch in der League of Cakes um die Meisterschaft spielen wird, wieder mal sich den Pokal zurückholen möchte, diesmal mit Skaven dran. Und ich hatte dort mit den Schwarzorks gegen seine Pro-Elfen gespielt, 3 zu 1 deutlich verloren. Und dann hatte ich noch gegen Ivan verloren, gegen seine Shambling Undead. Da habe ich das Ergebnis immer genau im Kopf. Ich weiß nicht, ob es ein 1-0 oder ein 2-0 war von ihm. Ja, das waren die beiden Niederlagen. Ja, muss man sich nicht schämen, wenn man gegen gute Spieler verliert. Und aus den Niederlagen lernt man am meisten und von den guten Spielern vor allen Dingen. Ja, vermisst halt natürlich den Chat. Voice Channel, Turm, Entschuldigung. Den Voice Channel vermisse ich sehr. Aua. Manne. Also, mein Gegner hier. Nicht schlecht. Ich empfinde ihn zumindest nicht als schlecht, auch von den Blockreihenfolgen, die er macht. Muss man sagen, das ist akzeptabel, was da getrieben wird. Ja. Hab schon in der Ladder schlimmere Dinge erlebt, was die Reihenfolgen angeht. Ne? Die unwahrscheinlichsten Sachen macht er ganz am Schluss. Es sei denn, also für die Rookies halt ein bisschen, es sei denn, hey, Schiri, der will faulen. Es sei denn, sie hatten Grund da dafür. Mein lieber Vater. Ja, Schiri, hallo. Es war ein klares Foul. Hallo, rot. Jawohl, böser Gobbo. Ein Goblin weniger. Das macht es ihnen jetzt schon schwieriger. Was hat man diesmal gehabt? Wir wurden seriös verletzt. Der hätte ein weiteres Spiel wäre ausgefallen. Aber auch hier die Regeneration klappt bei Lehman. Meine Güte. Puh. Ja. So, normalerweise sagt man ja, dass die Rotter das Problem sind, die da zuerst vom Platz gehen, aber in dem Fall, ne? Gut, den konnten wir mal verletzen. Dann nehme ich jetzt halt mal den Boss down, um den nächsten Goblin rauszunehmen. Es war sehr rerollwütig von mir gespielt. Der Ball liegt bei den Schwarzorks. Alles klar. Und wir spielen auch auswärts, so wie das aussieht. Haben einen etwas schmuddrigeren Platz. Ach ja. Sonst geht's dir gut, Ortball? Bist du noch da? Alles klar bei dir soweit? Also ich habe keine Rerolls mehr, ne? Ich habe es jetzt komplett übertrieben, ne? Wollte diesen Ball jetzt hier an der Stelle unbedingt loswerden vom Gegner, dass er nochmal aufsammeln muss. Schwarzorks haben so ein Problemchen, wenn sie, wie soll ich sagen, Zeit brauchen.
dahinter einen Ball zu tragen. Das muss ich jetzt natürlich nutzen. Ich hätte meine Schnecke doch nochmal versuchen lassen, vorher aufstehen zu lassen. Das war blöd von mir. Das war ein Fehler. Das hätte ich noch machen sollen. Ja, mit einer 6 gelingt hat natürlich auch viel. Das muss man auch dazu sagen. Schwierig. Ohne Rerolls macht es jetzt gerade keinen Spaß mehr, was hier passiert gerade. Wir stehen halt auch gut. Also mein Gegner meine ich natürlich. Half-Dice will ich da nicht einsetzen. Ich habe keinen Block. Ich habe keinen Reroll mehr. Der schief geht, komme ich nicht wirklich weg. Hier habe ich noch einen Würfel. Half Dice. Ist aufgestanden, ne? Okay, sie hat Bock. Er hat Bock, Entschuldigung. Der Mobby hat Bock. Böckchen vom Feinsten. Na, ah, eine 1, super. Klasse. Beinahe wärst du rausgerückt gegangen, Xato. Beinahe. Rausgedodged, meine ich natürlich. Na toll. Au. Nein, Cube. Ah. Jetzt wird's langsam bitter. Arme Cube. Junior. Nein! Halt durch, Junior! Uff! Pushpow, voll unfreundlich. Hey! Lass Brace in Ruhe! Fasst du denn da einfach an? Okay, ja, der war jetzt richtig. Folgeblock generiert. Weg vom Troll, ha? Hm, so machst du das, okay. I see, I see. Und da rennt er, der kleine Goblin. Nice and Imba, was er hier treibt. Glückwunsch zum 1-0.
Für meinen Gegner Crushing Fury. Also außer er macht noch irgendwelchen komischen Blockblödsinn. Das ist natürlich auch denkbar. Oh oh. Okay. Nuffle hat ihn gewarnt. Macht er weiter. Nuffle hat gesagt, move Buzzer. Auch eine 1, das waren jetzt schon 3 Einsen. Kein Reroll mehr. Bows down. Brawler, Bows down. Kein Touchdown. Ist das bitter. Ja, ich hab's gerade noch laut gesagt, ne? Außer er macht irgendwie komisches Zeug, ne? Ja. Machst du nix. Guckst du halt so, ne? Ja, sind wir really stupid. Na, klasse. Halbzeit 0:0 aufgrund von Gier meines Gegners. Okay. Bin beinahe vollzählig. Jetzt bin ich mit meinem Drive dran. Kriegen wir das besser hin? Machen wir mal hier die Bonehead Defense, ja? Ja, guten Abend, Natalius. Ich grüße dich. Hi, hi. Ich hoffe, es geht dir gut und so. Ja. Ja, Natalius. Als hätte ich das nicht bemerkt, Mann. Ich kann von Glück reden, dass meine Mannschaft überhaupt noch einsatzbereit ist. Ich kam viele, viele Regenerationswürfe, die erfolgreich waren. Machen wir das so oder machen wir das nicht so? Na, klasse. Das verhagelt dem Ben Cash jetzt ein bisschen die Laune, die Solid Defense. Wenn er weiß, was er tut, tut er das, was Basur und damals hat er die WL mit mir gemacht hat. Das war sehr, sehr geil. Und stellt meine Möglichkeiten vorne an der Linie zu. Genau das passiert jetzt hier. Okay, erstmal droppt der Ball.
Ups. Ups. Gut gestellt ist gut gestellt, kann man nichts sagen. Eine 4 ist durchaus ausreichend. Mein Gegner ist. Dir geht's gut soweit, Natalius. Alles klar. Macht dir die League of Cakes Spaß? Schaffst du noch mit dem Aufstieg? Böses Pau. Kein Lieber hier, der Frog, der macht die ganze Zeit gut mit. Spielt dann aber auch gut. Setzen dann einen wieder einzusetzen ist es. Ich habe wirklich nichts auszusetzen am Gegner. Überhaupt nicht. Außer dass ich blöd bin. Ich hätte noch ein Feld vielleicht wegbleiben sollen. Und da sehe ich schon das Brawler-Symbol. Brawler oder Reroll? Was machen wir? Er brawlert und er hat wieder Glück beim Brawlern. Er one and nine und so, ich weiß. Hier nach hinten ziehen, mal drauf rumspringen auf so einem Rotter in den Goblins. Hast du noch Zeit? Er hatte nicht mehr viele, ich weiß. Einer rot raus, einer konnte ich so rausnehmen. Dann wird es schon ein bisschen unangenehm. Ja, der hat Block, aber Push-Pow ist ausreichend. Schwabbel, schwabbel und noch ein K.O. Boah. Also hier wird schon ein Zug schlagen, muss man sagen. Zweite Mal, wo Natalius der Bloater rausgeht. Einmal hätte er sich richtig schlimm wenig getan beinahe. Aber ja, er steht trotzdem auf, mein Freund. Auch wenn er da eingekeilt ist. So, Schneckle will auch gleich was machen. Der lässt sich auch nochmal verdreschen. Wie ich bin, stelle ich mich dahin. Das ist nicht sicher. Darf. Der arme Lehman.
schaufelt sich da langsam Platz. Der Troll soll bewegt werden, richtig. Da bringt er ihm jetzt nicht so viel noch. Okay. Ja. Jetzt kommt gleich drauf an, was er gleich noch macht mit dem letzten Schwarzorg. Und dann sagen wir tschö mit Ö. Oder nicht. So. Das musst du jetzt schaffen, kleiner Mann. Wunderbar. Komplett übersehen da hinten, das war schlecht. Die zwei Schwarzorks stehen frei, das findet man nicht witzig. Weiter geht's. Also der Schwarzorg könnte hier rum blitzen zum Bleistift. Den musste ich jetzt leider Barry opfern. Aber der wäre sonst zu arg ins Kampfgeschehen, hätte da einschreiten können. Das wollte ich nicht. Meine Roboter sind echt stabil, kann man nichts sagen. In dem Spiel hatten die Plotter die Rüstung eher vergessen oder die extra Schicht Schwabbel. Okay, er blitzt von dieser Seite, hat aber eine 1 beim Rush, aber dann die 6 und der Treffer. Da wird sie dann Ballcarrier Blitz mit zu sehen sein, wenn es jetzt so ungefähr bleibt, wie es jetzt ist. Müssen wir noch abwarten, was er noch macht. Der Droll sagt jetzt mal nein. Den Reroll da, Luna Reroll klappt nicht, führt aber nicht zu einem Tier Turnover. Es bleibt also beim Ergebnis. Jawohl. Okay. Der Push hier draußen bleibt stehen. Okay. Tentakel, die würfel ich natürlich. Nein, doch keine 1. Ja, dieser Bewegungsbug ist da noch. Das verändert natürlich die Situation jetzt, wie wir das machen.
müssen. Ich hatte gehofft, dass die Tentakeln das regeln. Das ist aber leider nicht der Fall. Der wird nochmal zugestellt. Der hier selbstverständlich auch. Man beachtet den Troll. Es gibt keine Kontrollzone mehr am Troll dran. Es bringt mir nicht viel. Na, der war lecker. Wir finden kein Paar, das reholen wir aber. Sechs werden wir doch hoffentlich noch finden hier. Oh, der ist stunt. Das ist ja natürlich sehr delikat. Beinahe tut mir das sogar leid. Mein Gegner ist dran. Normalerweise gibt es hier die Option, jetzt je nachdem, was jetzt gleich auf dem Spielfeld passiert, zu stallen. Wir sind aber in der Ladder und wir wissen, dass in der Ladder sehr gern conceded wird, also frühzeitig aufgegeben. Und deswegen, ja, müssen wir gleich mal gucken. Ja, schafft den rasch. Da habe ich nicht drauf aufgepasst. Da hätte ich noch mal raschen müssen. Er rerollt, er nimmt nicht den Boss down. Okay. Boss down ist doch okay. Nicht so gut von mir gespielt. Da hätte ich nochmal hätte ich noch mal raschen müssen. Ein Fehler von mir. Punkt. Wir binden jetzt hier diese beiden Spieler. Everybody needs surfing. Surfing USA. Sorry, Xato übrigens. Oh, jetzt ist er aber richtig. Jetzt ist er richtig motiviert, der Xato. Weiter geht's. Troll völlig alleine.
Oh, der ist bitter. Und die Kalsum, Xekekas und Xato machen hier das 1 zu 0. Ja. Gegen die Crushing Fury. Sehr schön. Mein Stift ist weg, ne? Ja, klar. Mein Stift wurde mal wieder von Kleinstlebensform geraubt. Ach ja, dann können wir nichts machen. Stell mich ein bisschen tiefer rein. Ja, bleibt nur noch dieser eine Goblin. Ein High Kick. Das ist das Problem an der anfänglichen Black Orc Mannschaft. Ihr müsst halt auf die Goblins, die ihr habt, schon ein bisschen aufpassen. Viele rote Karten dürft ihr euch nicht erlauben und sowas. Und ja, ich konnte einen halt noch surfen. Jetzt will der Troll natürlich nicht, klar. Aber hier dann Doppelpow gegen Cube Farmer, was sich freiwillig gemeldet hat hier vorne für die Linie. Mir Tentakel das nicht geschafft. Räumt den nächsten weg, den Junior. Und das Pushpow leider noch gegen Moppy. Und die 1 beim Versuch des Ballaufhebens. Ah, natürlich komplett Käse. Iso. Tod! Casualty! Tod und Verderben! Jawollo! Sehr nice! Da kommt der Apo natürlich.
Okay. Ja, lief ganz gut für die Calcium Cakers. Ich spiele die Schwarz Ochs tatsächlich ein bisschen anders als er. Ich habe nicht gesagt, er spielt schlecht. Das möchte ich nochmal ganz klar hier zum Ausdruck bringen. Es ist am Anfang mit den Schwarz Ochs ähnlich wie mit den Lizard Men, nur dass sie halt viel langsamer sind. Ihr müsst sehr, sehr vorsichtig spielen. Der Brawler kann viel, aber nicht, oh Gott, alles. Ja, also das ist jetzt wirklich nur noch. Es ist wirklich nur noch schrecklich. Anders kann ich es nicht formulieren. Komplett dumm jetzt oder was? Ja, Mopi, jetzt keine Lust mehr. Aller Hub. Schönes Ende. Calcium Kickers. 1 zu 0 der Sieg für Nörgel. Zwei Spiele, zwei Siege. Und ich muss mir die Szene angucken, wo es so klumpt. Ich muss die Szene mir angucken, wo es so klumpt. Ja, gut. Er kriegt halt plus 0 Punkte, ich 32. Gehe natürlich jetzt dadurch ein bisschen weiter hoch. Wir gehen mal auf die Gain Details. Wir haben eine glatte 6 gewürfelt, sehr schön, kriegen einen Fan dazu. Wunderbare 125.000 auf der hohen Kante. SBP haben eher 4 und 2 gemacht. Ich habe gut abgeräumt hier mit Xato, mit dem Touchdown, sowie als auch. Dann hier nochmal eine Casualty. Möchte mich aber nochmal ganz klar bei meinem Gegner bedanken, der das hier bis zum Ende sauber und ordentlich gespielt hat. Da hätte ich anders spielen können in der einen Szene, aber ist okay. Brace hier, MVP, ja, geil, super Brace, so gut gemacht. Und Dekadenz hier nochmal mit 2 SPP, das war glaube ich der Kill, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich bringe jetzt hier nichts durcheinander. Ja. Genau, es war ein Boost Down. Er war Stunt und der Gegner wurde getötet. So, Damages, hier auch immer Inflicted Curses und Kills Inflicted ist das, was mich in der League of Cakes als einziges interessiert, was das Spiel auswirft immer. Es wird immer wieder gefragt in der League of Cakes. Mehrwerte interessieren mich nicht. Kills zählen in der League of Cakes 3 Punkte. Ein Kill ist gleich 3. Und dann halt die Curses und das, was das Spiel ausspuckt. Ist es das, ne? Blocks, Actions, dann auch hier wieder Benkech. Nicht gut am Blocken, mal wieder nur 22 Blocks hier gemacht. Ne? Also von daher können wir froh sein, dass dieses Spiel hätte für uns viel schlimmer ausgehen können, ist es dann letztlich nicht. Ne? Also
Na, vielleicht eben mal ein Wort mitzureden. So, Rewards available, was kriegen wir denn Schönes Neues dazu? Und dann gehen wir noch schnell ins Team und dann war es das für heute auch schon wieder. So, Nightmare from the Woods. Aha, guck mal hier, Chaos Renegade, Minotaurus habe ich nicht, habe mich für die ja, stabilere Variante, den ja, Kirchendingens, den Roger entschieden, daher bringt mir das jetzt nichts. Aber egal, wir kommen schon mal näher zu dieser tollen Kürbis-Tribine, die wir ja natürlich auch in verschiedenen Teams haben wollen. Teams, apropos. Schaffen wir es diesmal ohne komisch zu klicken. Also. Das erste, was jetzt kommt, ist natürlich ein neuer Spieler. Wir haben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nur einen einzigen. Ja, kommen wir da runter. Ja, so. Wir haben zurzeit nur einen einzigen Pestigor. Und wenn diesem Pestigor etwas zustößt, ist das Spiel vorbei. Ja? Ich habe mich entschieden, mit einem Ball Carrier Killer, so einem Hybrid-Spieler zu spielen. Ne? Mal gucken, ob ich damit auf die Nase falle. Ne? Also, Moppys Empfehlung war klar eine andere. Das möchte ich ganz klar sagen. Ich habe mich gesagt, ich weiß halt, wie viele Spiele ich bekomme. Und dann möchte ich schon einen Spieler wenigstens haben, der halbwegs sicher den Ball kontrollieren kann. Ne? Das war einfach der Grund. Okay, ja. Aber mit 5 SPP kommen wir jetzt an der Stelle noch nicht weiter. Der wird natürlich gezielt gelevelt dann von mir. Logisch. So. Aber wir brauchen Recruitment eben, damit sich dieser Kreis endlich schließt, einen zweiten Pestigor. Ja, den hole ich mir vor dem Bloater, den könnte ich mir jetzt leisten. Der fehlt mir auf einer Flanke immer. Aber das müsste halt dann das der nächste Spieler sein, der da dazukommt. Also jetzt erstmal hier der Pestigor. Ja, bitte purchasen. Dann passiert mir auch bei den Expensive Mistakes nicht, dass ich ein bisschen Geld verliere. Wäre jetzt am Anfang nicht so viel. Ich habe wieder vergessen, oben auf den Reitern rumzuklicken. Da oben muss man rumklicken, dann passiert da auch nichts. Irgendwann werde ich es mal können. Und da kommt jetzt der nächste. Und zwar, wenn ihr Kanalpunkte ausgibt und für verschiedene andere Sachen natürlich auch, ist es die Möglichkeit, dass ihr dann auch hier in der Community-Mannschaft auftaucht. Und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das ist dann jetzt Chinifix. Jawohl, der hat am Anfang gefehlt. Das soll mein Killer werden, der Chinifix. Chinifix klingt immer sehr nett, ist überhaupt gar kein netter. Das ist ein richtig böser, übler Typ, der seinen Skinks immer unglaubliche Titan-Mithril-Rüstungen anzieht. Keine Ahnung, was er da treibt. Die sind unkaputtbar. Auf jeden Fall hier, also einmal das. Also, er opfert nichts außer seine Kroxigore. Ne? So, Rotter. Rotter, Linemans. Ja, ich würde einfach sagen, hier ist Random eigentlich eine ganz coole Sache, weil Random macht, dass es ein bisschen günstiger ist. Ich kann mal was kurz nachgucken. Es kommt halt darauf an, was die kriegen. Die können auch ganz schnell aus so einem Team fliegen, wenn sie Scheiße ziehen. Wir haben einmal in General die Möglichkeit, einen Random Skill jetzt zu picken. Gehen wir gleich drauf ein. Wir haben auch noch in Mutation die Möglichkeit, einen Random Skill zu picken. So. Bei Mutation ist für die Jungs hier meiner Meinung nach ein paar Sachen dabei, die sind ganz interessant, aber im General gibt es mehr für einen Random-Click, wo ich sage, okay, das ist cool, damit kann ich anfangen. Und Praise ist jetzt der erste Rotter, der dieses Glück hat. Warum finde ich das jetzt hier besser? Persönliche Meinung, Achtung, Block könnte ich ziehen, nicht verkehrt. Dauntless, ja. Okay, mein Gott, ja, wenn man mal dann doch statt einen Würfel einen Zweiwürfelblock kriegt, warum nicht? Dirty Player wäre königlich, das Mighty Blow des Faulens. Fendt nicht ganz verkehrt, um Gegner auf Abstand gewinnen zu können. Frenzy wäre jetzt eher so, schwierig. Kick fände ich cool, tatsächlich. Fände ich cool auf so einem, kann man mal machen. Pro, ja, warum nicht? Shadowing, eine komplette Niete. Strip Ball, ja, schwierig, wenn die Gegner Sure Hands bekommen. Eben Sure Hands zu kriegen, wäre auch jetzt eher so, ja. Also wir sehen schon, wir haben hier 1, 2, 3, wo ich eher sage, bupp. Tackle wäre cool, Wrestle wäre cool. Ja, probieren wir es doch mal aus. Also von den ganzen Fähigkeiten gibt es Frenzy, Shadowing, Strip Ball und Sure Hands, wo ich sage, ja. Weiß nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass ich jetzt Mist ziehe. Aber Nuffle ist ja die geilste, also klicken wir da mal drauf. Und es ist Dauntless. Praise, der braucht die großen Gegner, damit er den auf die Fresse hauen kann. Jawohl, Congratulations, der Spieler hat Dauntless. Ja. Ja,
Was mache ich denn mit einem Dauntless Otter? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, Brace ist dabei, ne? Brace ist, der ist mutig. Der sagt sich, mir doch egal, Stärke 4. Ha! Wie ein Stärke 3er vor mir. Das ist mir egal, den boxe ich jetzt weg. Ne? Naja. Und die Stärke ist higher than its own. Muss jetzt halt stärkere Spieler wegblocken. Kann man nichts machen, ist halt leider so. Recruitment ist aber noch nicht ganz vorbei. Meine Recruitment-Phase ist noch nicht vorbei. Was ich mir jetzt als nächstes hole, ist ein Cheerleader und ein Assistant Coach. Das möchte ich jetzt auch noch haben an der Stelle. Ja, das ist recruited. Dann habe ich nur noch 30.000. Um die Anstoßereignisse so ein bisschen für mich zu entscheiden, finde es ganz gut 1-1, aber dann ist meistens bei mir Schluss. Also das ist meistens das, wo ich sage, ah, hier reicht's. Na, man kann noch einen zweiten Assistant Coach zum Beispiel dazu holen für die Rerolls. Ja, Team Value halt, ne? Das ist halt schon, das ist schon ein random ne? Level Up hier. Team Value wird schnell dann nach oben schnellen. Gut, jetzt müssen wir halt hier sparen auf den nächsten Ploter. Das wird Braddock sein. Und ja, dann ist diese Mannschaft ja auch wieder tatsächlich voll einsatzbereit. Und wir haben dann ein Nörgelteam, mit dem wir arbeiten können. So, Formations. Ja. Heute habe ich ein bisschen was vor mit euch. Ihr seht ja jetzt nochmal die 7-4er-Offensive. Natürlich ist jetzt hier Ginifix nicht mehr da auf der Auswechselbank zu stellen. Ja, absolut nicht. Da muss jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ist, sagen wir, der 14er raus. Der wird jetzt getauscht, ja, zum Beispiel hier. Und das sind jetzt die beiden Pestigore, die jetzt zum Beispiel in der 7-4-Offensive hier stehen. Was man machen kann, ist die links und rechts aufstellen, wegen Ball einsammeln. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Xato steht hinten, er steht hier. Und einer von den beiden wird sich den Ball dann holen. So. Aber an solche Sachen sollte man nicht mal denken, ne? Das ist wichtig. So, Genifix wird jetzt hier ausgetauscht, zum Beispiel gegen Brace. Preis ist viel zu gut mit seinem Dauntless. Der darf da irgendwo rein. Wo habe ich denn noch einen Rotter? Auf der Außen, ja, hier drüben. Ganz, ganz schlecht. Ja, die Blitzoffensive von mir. Boah, viele Aufstellungen habe ich jetzt hier nicht. Ist aber auch nicht wirklich notwendig. Ne? Und so weiter und so fort. Chinifix gegen Radengel. Ne? Ja, muss aber eigentlich geschützt werden. Ja, Bloater, komm mal hierher. Irgendwie so, ich kann die ja dann noch umstellen. Das ist ja logisch. Muss ich mir dann nochmal in Ruhe angucken. Aber ist halt natürlich schon wichtig, dass ihr nachher nicht sowas vergisst. Was ich irgendwie nicht glauben kann, dass ihr das vergesst. Egal, ich höre jetzt auf, das ist mir jetzt zu doof, das ist zu langweilig da zum Zugucken. Ja, also ich stelle dies nachher noch weiter ein. Also, ne, also die beiden Pestigoren müssen auf dem Platz sein, das wollte ich eigentlich damit sagen. So, wie geht's weiter im Blood Bowl-Bereich? Außer dass ihr euch natürlich fleißig anmeldet für die League of Cakes, ist Folgendes zu beachten. Es geht weiter am Sonntag. Freue ich mich extrem drauf. Das ist ja jetzt, heute haben wir Freitag, 28. Am 30. spiele ich in der wunderschönen Bundesliga mit meinen Colina-Kickers gegen den guten Chinifix. Als nächstes. Das nächste große Spiel, was dann ansteht, dann in der Woche darauf, ich weiß noch nicht den Tag, das ist mit Battle Bus in der DBBL. Da ist dann, keine Ahnung, das nächste große Spiel. Wann in der Woche, weiß ich nicht. Also wir sehen dann am Sonntag mal wieder die Colina Kickers in der nächsten, in der zweiten Blood Bowl 3 Bundesliga-Saison. Wir sind in der Liga 2 gelandet. Jawohl, ich habe die Klasse gehalten. Es gibt jetzt eine erste, es gibt jetzt eine zweite und zwei dritte Ligen. So, hoffentlich sage ich da nichts Falsches. Und da darf ich mich mit Ginifix messen. Kein einfacher zu bespielender Coach. Aber einfach kann jeder. Und das Spiel ist immer erst dann vorbei, wenn der Gobbo abpfeift. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen guten Abend und einen wunderschönen guten Morgen. Vergesst nicht zu liken, den Kanal zu abonnieren, das wäre sehr, sehr nice. Und dann sehen wir uns zum nächsten Anpfiff des Gobbos. Ciao, ciao, macht's gut. Also wenn ich den Ausknopf finde.